Kleidung ganz nach Vorschrift. Bei einer Führung durch die Produktionsstätte der Salzwedler Baumkuchen GmbH müssen sich auch die Gäste der Podiumsdiskussion des politischen Bildungsforums Sachsen-Anhalt an die Regeln halten. Das Unternehmen ist ein Beispiel für das Motto des Abends: Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums. Besonders wichtig für Sachsen-Anhalt. So ist ein großer Teil des Bundeslandes ländlicher Raum, erklärt Staatssekretärin für Umwelt und Landwirtschaft Annemarie Kering. Und die EU gibt mit ihrem Blick aus Brüssel eine ganz deutliche Definition ab und sagt, in Sachsen-Anhalt ist alles ländlicher Raum außer Halle und Magdeburg. Das darf man dann immer Dessau und Rossau nicht sein, die sind immer völlig empört. Viel ländlicher Raum, viele Herausforderungen. Das weiß auch Carsten Borchardt, Bürgermeister der 1800 großen Gemeinde Jüber. Das Thema heute Abend, zukunftsfähig, wirtschaftlich, interessant, innovativ auch noch, in einem ländlichen Raum, alles auf einmal geht nicht. Was aber kann wirklich helfen, den ländlichen Raum zu entwickeln? Ländlichen Raum zukunftsfähig gestalten. Dafür muss ich mir überlegen, als derjenige, der im ländlichen Raum wohnt, was will ich denn in meinem ländlichen Raum eigentlich bewirken? Will ich mich in Richtung Tourismus entwickeln? Will ich Wohnstandort werden für junge Familien? Will ich Wirtschaftsstandort sein? Will ich vielleicht auch alles gleichzeitig? Dann einigt und sagt, jawohl, das ist unsere Entwicklungsrichtung, die wir für richtig halten. Und dann auch alle an einem Strang ziehen.